bitten, mir einen großen Gefallen zu tun. Ich kann natürlich laut sprechen, ich kann furchtbar laut sprechen, wie Sie eben auch draußen gehört haben, doppelt mit Lautsprecher. Aber wissen Sie, um der gewissen Atmosphäre willen, die hier in diesem Saal ja doppelt möglich ist, würde ich Sie herzlich bitten, zu mir zu kommen. A1, ich habe keine Läuse, A2, keine TBC, A3, ich habe früher geklaut. Sie brauchen also nichts zu fürchten, wenn Sie herkommen, ja? Hier vorne ist Platz, bitte kommen Sie, ja? Okay. Darf ich Sie alle bitten, von hinten so weit wie möglich nach vorne zu kommen? Ja, es sind hier noch Ehrenplätze frei, ne? Ich hoffe, hier so ein paar ganz junge Leute. Zu Platz hier. Schöne Plätze, beste. Darf mich also persönlich herzlich bedanken für Ihr schnelles Reagieren. Ich glaube, dass es so besser ist, wenn wir näher beieinander sind. Um sich kennenzulernen, bedarf es doch immer einer gewissen Nähe. Par Distanz ist es schlecht, sich kennenzulernen. Viele Menschen hätten heute mehr Frieden miteinander, wenn sie auch ein bisschen näher aufeinander zugehen würden. Wenn sie sich ein klein wenig mehr ins Gesicht schauen würden, Sie haben das Vorrecht, so ganz nahe zu sein hier vorne, und sich ein bisschen näher kennenlernen würden, indem sie auch miteinander sprechen, nacheinander fragen und dergleichen mehr. Sie haben gewissermaßen die Verantwortlichen dieses Abends durch die Themenwahl, durch die Auswahlmöglichkeit, die da war, und durch die Wahl gerade dieses Themas, wenn das überhaupt ein Thema ist, nämlich gewissermaßen die Nachfrage nach meinem Weg, nach meiner, um es mal wissenschaftlich zu sagen, nach meiner Evolution, die ich hinter mir habe, oder auch Revolution, beides ist da. Sie haben mich genötigt und gebeten, damit aus meinem persönlichen Leben zu erzählen. Und dazu braucht es also ganz besonderer Nähe auch und Bereitschaft, gut zuzuhören. Es kann also heute Abend nicht darum gehen, dass ich mich hier ins gute Licht drücke. Sondern ich habe, meine Herren und Damen und Herren, Verzeihung natürlich, nichts Geringeres vor, als einfach die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit aus einem Leben, von dem ich annehme, dass es zum Modellfall werden kann, wenn Sie mitdenken, wenn Sie die einzelnen Stationen nun meines Lebens mitverfolgen. Wobei ich Ihnen allerdings gleich im Voraus sagen möchte, von der etwas griffigen Formulierung vom Knast zur Kanzel, bei dieser Wahl also des Themas, da geht es um ganz persönliche Dinge, die aber so persönlich und nur persönlich gar nicht sind, wenn Sie bedenken, dass laut Statistik 1962, und die ist also weit überholt, jeder zehnte Deutsche vorbestraft ist. Unabhängig von Verkehrsdelikten, die ja heute nun viele Menschen in Schwierigkeiten bringen, unabhängig von Staatsdelikten, siehe wie der Dame, die den Herrn Bundeskanzler in diesen Tagen mal kurz gestreichelt hat, schauen Sie, ich sagte eben gerade schon zu Gast bei einem Freund, nicht wahr? Man kriegt heute ein Schnellgericht, nur wenn man den Bundeskanzler ohrfeicht, nicht wahr? Sonst muss man ein ganzes Jahr auf seinen Prozess warten, nicht? So habe ich auch oft warten müssen, ein halbes Jahr lang, bevor ich meinen Prozess gemacht bekam. Hallo Chef, noch einer. Sehr gut, ja, da kommen noch Sturm und Drang. Ich nehme an, dass die doch vom Freibier sich haben locken lassen, aber wir haben nicht mal Koka, meine eigene ist schon alle. Das war aber keine Aufforderung, eine neue zu holen, nicht? Guten Abend, meine Herren, ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich, dass Sie da sind. Nicht wahr, dass Sie leben. Na, ich meine, Hauptsache Sie sind da. Wann Sie kommen, ist nicht so wichtig. Hauptsache Sie kommen. Ich darf zum... Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So wünsche ich mir das, genauso. Genauso. Also noch einmal, ich möchte Wahrheiten erzählen, von denen ich meine, dass sie zum Modellfall werden können. Ich hatte erinnert an eine statistische Aussage. Laut Statistik 62, die Benutzung von Statistiken ist natürlich problematisch, das wissen Sie vielleicht sogar besser als ich, nicht wahr? Es ist jeder zehnte Deutsche vorbestraft, aber unabhängig von dieser Statistik. Laut Statistik 1967 haben wir rund 2 Millionen registrierter Straftaten, trotzdem parallel dazu unsere sämtlichen Gefängnisse, Zuchthäuser und Erziehungsanstalten für schwer erziehbare Jugendliche überfüllt sind. Nicht wahr? Und da ist also die berechtigte Frage wer ist da eigentlich der Spitzbube? Die da drin sitzen oder die draußen sind, nicht wahr? Wenn man jetzt bedenkt, dass zu all diesen registrierten Straftaten noch eine Unsumme von unregistrierten, nicht zu registrierenden Taten kommt, nebenbei gesagt, können hier einige Nicht-Registrierte sogar sitzen, entschuldigen Sie bitte, aber das ist ohne... Hat jemand Husten? Ja, das ist ohne weiteres möglich, nicht wahr? Wer weiß denn wirklich so viel vom anderen, nicht wahr? Dass er sagen könnte, naja, also bei uns ist das nicht drin, nicht? Alles liebe, nette Leute. Bitte? Schlafen Sie mir nicht ein, oder? Das wäre doch schade. Wohlmerkt, das ist einfach der Tatbestand. Jeder zehnte Deutsche vorbestraft, 1967 2 Millionen Straftaten registriert, parallel dazu alle Gefängnisse, Zuchthäuser überfüllt, nicht wahr, mit, die Einzelzellen sogar mit 3 Mann belegt,
Und das in der ganzen Bundesrepublik und wahrlich nicht nur dort. Und nun in Parallele dazu, und das ist wichtig, 96,4% Christen. Getauft, konfirmiert, firmiert, nicht wahr, katholisch, evangelisch, soll jetzt gar kein Unterschied sein. 96,4% dürfen sich Christen nennen. Laut Religionsstatistik werden sie zur Christenheit gezählt. Und sie sind die Summe derer, auf die die nichtchristlichen Religionsvertreter sagen, siehe, das ist das Christentum. So viel Gräuel, so viel Verbrechen, so viel Kriege, so viel Mord, so viel Ehebruch. Und all das bringen die in die Welt. Und die kommen zu uns und wollen predigen bei uns von ihrem lieben Jesulein. Nicht wahr? Wollen uns ihren Weihnachtsmann bringen, nicht wahr? Und haben selber noch zu gar nichts gebracht auf diesem Gebiet, außer zu Theorien. Bravo, vielen Dank. Ja, die können Sie kaufen übrigens für 2 Mark. Nicht wahr? Schauen Sie, worum es mir heute Abend geht, Ihnen klarzumachen, meine Damen und Herren, dass es ein ganz großer Unterschied ist zwischen einem Menschen, der sich christlich nennen darf, und einem, der ein Christ ist. Es geht heute Abend nicht darum, hier etwa mich persönlich auch auszuschalten, das wäre zu blöd, nicht wahr? Ich habe nur einen Horror vor einer Art Christentum, das sich darauf beschränkt. Schauen Sie, das funktioniert hier schon. Sie sind ja technisch begabt, nicht wahr? Sehen Sie, wir sind christlich aufgezogen, auferzogen, wer denn nicht von uns? Doch nur wenige nicht. Und nun rappelt das vollautomatisch, nicht wahr? Schauen Sie, es ist doch... Ja. Schauen Sie mal, es ist doch keiner da... Meine Damen und Herren, es ist doch keiner da, der das Vaterunser nicht so aufsagen könnte. Es ist doch keiner da, der das Glaubensbekenntnis unserer Christenheit nicht so aufsagen könnte. Es ist doch keiner da, der jetzt hier nicht aufstehen könnte und mit Stentorstimme singen, ein feste Burg ist unser Gott, während er sich verrammelt in seiner Bude, nicht? Ist das klar? Ja, es ist doch keiner da, das ist doch Faktum. Schauen Sie, und das ist doch unser Problem, an dem wir doch auch als, ich darf mich dazuziehen heute Abend, wenn Sie mir das gestatten, als intelligente Menschen leiden. Dass da dauernd Papplapapp und Blabla gemacht wird, dass die Lehre, die christliche Lehre, wahrlich eine gute Lehre ist, aber bei Kleinem mit EE geschrieben, weil dieser Lehre das Leben fehlt. Weil dieser Lehre der Gedanke fehlt, das Bedenken dessen, was formuliert und gesagt wird. Weil dieser Lehre der Leib fehlt, die Hände und Füße, die bereit sind, dafür zu arbeiten und das zu praktizieren, was wir lehren mit unserem Mund. Wir haben noch nie so gute, exakt formulierte Theologie gehabt wie heute. Noch nie so viel Formen und Formeln wie heute. Aber wir können sagen, mit Carlyle, es laufen Priesterröcke rum ohne Priester drin. Ja? Formal ist alles in Ordnung. Wir sind noch getauft, wir sind noch konfirmiert oder firmiert, wir sind noch unterwegs, uns christlich trauen und beerdigen zu lassen, nicht wahr? Und im Übrigen, das einzige Feste in der Christenheit sind die Feste. Nicht wahr? Und wir feiern Feste, die Feste, nicht wahr? Das ist ganz klar. Weihnachten, Ostern, Pfingsten, da sind wir immer dabei, ne? Da sind wir froh, wenn es noch einen dritten Feiertag gibt, nicht wahr? Formal gesehen, als letztes Beispiel heute Abend für Sie, wissen Sie, das läuft unter dem Thema, wie sage ich es meinem Kind, nicht? Und ich habe entdeckt, dass Erwachsene noch viel besser mitdenken können mit diesen Gleichnissen. Die Kinder kriegen oft die Kurve nicht. Schauen Sie, das ist eine Birne. Nicht die Einschraube gibt es einen kurzen. Warum? Weil sie hohl ist. Die sieht nur so aus wie eine Birne. Und so gibt es furchtbar. Furchtbar viele Menschen, die sehen aus wie Christen und sind keine. Wissen Sie, wann Sie das spätestens merken? Wenn Sie sie zu dem Zweck einsetzen wollen, wozu sie geschaffen sind, nämlich zum Dienst. Dass das hier keine Birne ist, können Sie nie theoretisch feststellen, nur praktisch. Nicht wahr? Theoretisch könnten wir Wetten abschließen und keiner wüsste so ganz genau von seinem subjektiven Standpunkt aus zu sagen, ist es jetzt eine Birne oder ist es keine? Aber wenn einer beigehen würde und sagen, komm her, schau mal aus, nicht wahr? Und so können wir diskutieren, ist er ein Christ oder ist er keiner? Und sobald einer kommt und sagt, komm mal, lieber Bruder, du mach mal diesen untersten Dienst, nicht wahr? Dann sagt er, ich? Tut mir leid, ne? Keine Zeit. Muss Geld verdienen, ja? Muss unterwegs sein, viel Moneten zu machen, habe keine Zeit, muss sorgen für meine Familie, für meine Karriere, muss sorgen, damit mein Konto stimmt, ja? Portemonnaie, nicht? Können Sie das sehen? Meine lieben Freunde, das sind alles Scherzartikel, die können Sie furchtbar billig kaufen. Aber was damit ausgedrückt wird, wird unserer Christenheit und unserem deutschen Volk nicht zuletzt sehr teuer. Furchtbar teuer. 96,4% Christen in Deutschland, trotzdem überfüllte Zuchthäuser und Gefängnisse und trotzdem, nicht wahr, nichts da von dem, was man Liebe, Güte, Barmherzigkeit und all das nennen könnte, wovon wir Christen reden, nicht wahr? Schauen Sie, nun sieht es so aus, als wollte ich hier heute Abend über andere Menschen Gericht üben und nun muss ich mich da mitten hineinstellen und muss Ihnen sagen, dass es mir doch gar nicht viel anders gegangen ist. Ich bin heute 38 Jahre alt oder jung, das ist ja relativ. Bin heute Evangelist für gefährdete und kriminelle Jugend. Ich sehe heute das Problem gewissermaßen von oben aus der Vogelperspektive, aber ich habe es auch schon mal aus der Froschperspektive sehen müssen. Nämlich als ich eben selber, wie das Thema es ja sagt, im Knast gesessen habe. Ich bin 38 Jahre und von diesen 38 Jahren habe ich rund
28 gebraucht, fast 29, um überhaupt zu begreifen, dass Gott nicht nur eine Vokabel ist, in irgendeinem theologischen Lexikon, in irgendeinem Schrank gestellt. Nicht wahr? Es hat 28 Jahre gedauert, bevor mir dieser Jesus nicht nur ein Blabla war, nicht nur ein frommes Gewäsch und Geschwätz, sondern wo mir dieser Jesus Christus jetzt wirklich der wurde, dem ich bereit war zu folgen auf Gedeih und Verderb. Und ich darf Ihnen sagen, lieben Freunde, die Sie heute Abend sich hier Zeit genommen haben, hier dabei zu sein bei dieser Abhandlung des Themas eines Menschenlebens als Modell für viele, nicht wahr? Für 96,4% Christen, die da letztlich ein Doppelleben führen, die der Form nach christlich sind und dem Inhalt nach ihr altes, gottloses, gesetzloses und oft so rücksichtsloses Leben führen, nicht wahr? Hat doch Pater Leppich, der katholische Straßenprediger, den wir ja alle dem Namen nach mindestens kennen, doch nicht unrecht, wenn er sagt, dass unsere Fabriken chemisch rein sind von Jesus Christus. Und bitte, wir könnten noch fortsetzen. Ich könnte doch die Frage stellen, wie steht's denn hier bei Ihnen in der Schule? Wie steht's denn hier auf dem Internat? Wie steht's denn hier in Ihrer Bude, da wo Sie wohnen, schlafen, arbeiten, denken, wo Sie büffeln, um mal was zu sein, mal was zu werden? Wie steht's denn da mit dem Jesus Christus, den Sie mindestens noch in Ihren Papieren stehen haben? Sind Sie denn an dieser Stelle irgendjemanden voraus, sodass Sie oder ich, jetzt egal wer, auf andere mit Finger zeigen könnten, ohne dass da drei Finger auf uns zurückzeigen, nämlich dass wir mindestens dreimal so viel schuldig sind an unserer Misere, wie die anderen an ihrer eigenen. Schauen Sie, lieben Freunde, ich habe von meinen 38 Lebensjahren und von den 28, die ich ohne Gott gelebt habe, rundgerechnet 11 Jahre hinter Gittern sitzen müssen. Das ist eine furchtbare Tatsache, ein furchtbares Faktum, eine furchtbare Summe von Jahren an Freiheit und Lebensmöglichkeiten. Beschränkt auf ein paar Quadratmeter Raum, beschränkt auf eine Zelle, auf ein paar dreckige, beschmierte, von irgendwelchen Vorgängern bekritzelte Wände. Ich war ausgezogen, meine Herren und meine Damen, war ausgezogen wie jeder von uns. Mit großen Plänen, mit großen Gedanken. Nun nicht mit dem Rüstzeug wie Sie, nicht wahr? Schulbesuch, Mittelschule, Oberschule, ich weiß nicht, was Sie alles hinter sich haben, um hier nun auch studieren zu dürfen und sich auf einen Ingenieur oder was sonst vorzubereiten, nicht wahr? Meine Herren, nichts dagegen, ja? Wir sind froh, dass wir Techniker haben. Wir sind doppelt froh, wenn wir Christen haben, die Techniker sind. Nicht christliche Techniker können wir gar nichts mit anfangen. Genauso wenig, wie wir auch mit christlicher Musik nichts anfangen können, mit christlicher Literatur nichts anfangen können. Eines Tages haben wir noch christlichen Käse zu verkaufen, nicht wahr? Das ist überhaupt nicht, was uns rettet. Das Einzige, was uns wirklich weiterhilft, das sind Christen, die den Jesus Christus so ernst nehmen, dass sie darauf verzichten, das Christliche zu betonen. Was nicht grau ist, ist gräulich und wer nicht Christ sein will, ist christlich, meine Damen und Herren. Das reicht nicht. Christlich war ich auch. Sie können jedes Zuchthaus gehen in Deutschland. Das Vaterunser her sagen können die alle. Haben sie alle nämlich gelernt. So viel Christlichkeit besitzen die auch. Und beerdigt möchten sie auch noch, ganz standesgemäß und christlich werden. Nicht wahr? Und Grabstein noch und einen großen Kranz noch. Und im Übrigen so viel wie gar nichts von diesem Jesus Christus in ihrem Leben wirksam werden lassen. Das ist all überall so, nicht nur in Deutschland. Es ist nicht zuletzt der berühmte Mahatma Gandhi, der einmal europäischen Missionaren auf ihre Frage, was sie tun müssten, um sich dem indischen Nationalkörper unauffällig als Christen einzuverleiben. Da hat dieser Mahatma Gandhi, berühmt ja durch seine Liebe zum Neuen Testament, hat diesen europäischen Missionaren gesagt, dann geht erstmal nach Europa zurück, nicht wahr? Und lebt wie Jesus Christus und dann kommt zu uns Indern und erzählt uns was von diesem Jesus. Wir wollen nicht eine Lehre, wir wollen Leben haben. Wir wollen Glaubwürdigkeit haben und nicht ein Blabla über den Glauben. Wir wollen glaubwürdige Leute, die drinstecken bis zum Hals in der Sache, die sie vertreten. Und ich darf Sie einfach mal so bitten heute Abend, mir abzunehmen, dass ich drinstecke bis über beide Ohren in der Sache, die ich hier vertrete. Dass ich sie 28 Jahre, 29 fast, überhaupt nicht vertreten habe. Ja, dass wenn einer mir früher gesagt hätte, Wolfgang, es wird ein Tag in deinem Leben kommen, da wirst du mit der Bibel rumziehen, bis nach Weilburg, nicht wahr, bis hier auf diese windige Höhe und wirst hier von Jesus reden, nicht wahr, vom lieben Gott und so weiter. Nebenbei ist er, vom lieben Gott rede ich nie, den gibt's nämlich gar nicht, den hat's nie gegeben, außer in der Wunschvorstellung der Menschen, nicht wahr. Schauen Sie, dann hätte ich zu dem bestimmt gesagt vor 10, 15 Jahren, du spinnst, Kerl, das ist gar nicht drin, dass ich ein Christ werde, dass ich das jemals ernst nehmen könnte, nicht wahr? Und dass ich mich durch auch das Pfaffengezänken durch bis zu der Wahrheit vorarbeite, die in Jesus Christus nicht nur intellektuell begriffen sein will, sondern die existenziell mich ergreifen möchte, totalement mich in den Dienst nehmen möchte. Schauen Sie, von meinen, wie gesagt, 38 Jahren, 11 Jahre hinter Gittern, zuletzt 6,5 Jahre hintereinander. Ich will Ihnen diese Frage, warum, wieso, weshalb, gleich beantworten, nicht wahr, damit Sie nachher nicht an der falschen Stelle Ihre Fragen stellen. Nicht wahr, die Frage ist natürlich da, warum kann ein Mensch so lange Jahre sitzen, wie viele Frauen hat er ermordet, nicht wahr, und so weiter, nicht? Ist doch klar.
Wenn einer 11 Jahre gesessen hat, ist er kein Pappenstiel, ist klar, nicht? Wenn sie einer Oma einen falschen Weg zeigen, dafür kriegen sie nicht so viel, nicht? Ist klar. Einige möchten vielleicht denken, ich sei politisch verurteilt worden, das ist ja nett von Ihnen. Ich habe also gesessen, um das gleich zu erledigen, wegen Diebstahl, wegen Einbruch, wegen strafverschärften Rückfall. Ich bin immer wieder Dieb geworden. Immer wieder habe ich eben diese Gier hier praktiziert nach Geld. Ich habe nach der Arbeitsmoral, bei geringster Leistung den größten Lohn haben zu wollen, gelebt. Das ist die Arbeitsmoral, die wir ja alle haben. Und das ist nicht mehr wie recht, nicht wahr? Unseren Leib, unsere Kraft und unsere Zeit so teuer wie möglich zu verkaufen, das ist recht. Bei geringster Leistung den größten Lohn, daraus ziehen heute mehr und mehr Menschen in Deutschland nicht nur, sondern all überall, die eine furchtbare Konsequenz. Und meine Damen und Herren, wir können geradezu froh sein, dass es nicht noch schlimmer ist, als es schon ist. Nämlich die Konsequenz, die darin besteht, überhaupt gar keine Leistung und trotzdem alles. Das bedeutet in der Praxis, da man für nichts nichts bekommt, nicht wahr, dass die Leute die Maschinenpistole laden, mit der Strumpfmaske über dem Kopf, in die nächste Kasse gehen. Die Sparkassen, Banküberfälle und so weiter haben sich in den letzten 3 Jahren von Jahr zu Jahr um je über 100 Fälle vermehrt. Und wir haben eine Wachstumsrate hier, nicht wahr? Es ist sagenhaft, was auf diesem Gebiet geschieht. Es wird ja geklaut auf Teufel komm raus, nicht? Die Eigentumsdelikte sind die Hauptdelikte in Deutschland. Neben all den schon registrierten Straftaten laufen noch Unterschlagungen und Veruntreuungen im Werte, hören Sie gut zu, im Werte von 5 Milliarden Mark pro Jahr werden in den Betrieben und Büros und so weiter für 5 Milliarden Mark Werte unterschlagen, nicht wahr, veruntreut, mitgenommen. Der Meister nimmt eine Zange mit, der Lehrling den ganzen Werkzeugkasten, nicht? Das ist eine ganz klare Sache, nicht? Die sind da sehr gelehrige Schüler, die Leute. Schauen Sie, was ich damit sagen möchte, ist nicht, oder was ich damit tun möchte, ist nicht, dass ich sie nun alle zu mir runterhole, um nun gewissermaßen bestehen zu können. Ich weiß sehr wohl um meine Schuld. Ich habe jahrelang davon nichts wissen wollen. Ich habe die Schuld immer bei meiner Mutter gesucht. Ich bin ein uneheliches Kind. Damit hätten wir noch so ein Problem im Raum stehen. Sie wissen Bescheid. Schauen Sie, diese Frage nach dieser einen Nacht voller Seligkeit, wieder die Frage nach der Lust ohne Last, nicht wahr? Nach der Lust auf Kosten des anderen, wobei das Diskriminieren und das Madigmachen all dieser Geschehnisse ja sinnlos ist, nicht wahr? Es tut jeder sowieso, was dazu tun beliebt, nicht wahr, was ihm einfällt. Und fragt nicht nach Gott und fragt auch selten nach dem Nächsten, nicht wahr? Versteht so viel? Meine Mutter muss irgendwann auch einem solchen Mann begegnet sein, der mit ihr zwar ins Bett gehen wollte, nicht wahr? Aber mit ihr nicht beieinander bleiben wollte darüber hinaus. Und die Zeit des Betts ist ja noch immer die kürzeste Zeit bei der Begegnung von zwei Menschen verschiedenen Geschlechts. Nicht wahr? Das eigentliche Leben spielt sich ganz woanders ab. Folge davon, ich gehöre zu den Hunderttausenden von unehelichen Kindern in Deutschland, zu den Zehntausenden von unehelichen Kindern, die zum Teil aus Erziehungsanstalten und so weiter entlassen, das Hauptkontingent abgeben für die Dauergäste in Zuchthäusern und Gefängnissen. Das ist ein Satz von Staatsrat Professor Krebs, nicht wahr, den er mir persönlich gesagt hat. Ein Großteil unserer Dauergäste kommt aus unehelichen, vorehelichen, außerehelichen Verhältnissen. Aus einem Verhältnis, wo keine Nestwärme, keine Familie, kein Elternhaus und nichts da war. Wo man eben tatsächlich nur die Lust suchte ohne die Last, nicht wahr? Wo man nur die Blumen pflückte, die Blüten pflückte und die Wurzeln und den daran hängenden Dreck, den wollte man nicht. Die Leistung, die dazu gehört, die Arbeit, die dazu gehört, die wollte man nicht. Die überließ man der Fürsorge, dem Staat, nicht wahr? Man entzieht sich sogar noch den Alimenten, nicht wahr? Man flüchtet sogar aus dem Arbeitsbereich heraus, um nicht sein Gehalt gepfändet zu bekommen. Und solche Geschichten mögen hier am Rande stehen. Wir haben Hunderte von Strafgefangenen, die nur deswegen sitzen müssen, weil sie nicht einmal die selbstverständlichsten Schulden begleichen wollen. Nicht wahr? Sie wollten eben nur die eine Nacht voller Seligkeit. Wohlgemerkt, das sage ich jetzt hier nicht, um eine bestimmte Sexualauffassung durchzusetzen. Es sind große Probleme, über die man stundenlang diskutieren müsste. Aber jedenfalls steht fest, ich bin ein uneheliches Kind. Und damit habe ich in Deutschland eine Geschichte auf die Stirn gestempelt bekommen. Von Anfang an. Von Anfang an Erziehungsanstalt. Von Anfang an kein Zuhause. Von Anfang an kein Vater und keine Mutter. Von Anfang an keine Nestwärme. Alle diese Vorrechte, die Sie wahrscheinlich vorwiegend alle genossen haben, worüber Sie vielleicht noch nicht einmal auf die Idee gekommen sind, irgendwann auch einmal dankbar zu sein. Und über den Muttertag hinaus dankbar zu sein. Ist das sowieso so schäbig, einen Tag im Jahr für die Mutter und dem Gedanken, dass wir ihr viel verdanken zu haben. Ist ein bisschen wenig, meine ich, ja. Weiß nicht, was es da zu lachen gibt, aber ich bin der Meinung, dass das wirklich ein bisschen wenig ist für unsere Mütter, einen Tag des Gedenkens im Jahr, nicht? Denn letztlich sind wir doch nun schließlich da und sind so da, wie wir sind, ob wir es nun annehmen oder nicht, ob wir es bejahen oder nicht, hassen oder lieben, da sind wir ja erstmal gar nicht nachgefragt. Wir sind da, weil wir eine Mutter hatten. Schauen Sie mal, hier liegt jetzt auch ein Vorrecht. Die Heilige Schrift sagt interessanterweise im Jeremia 1, ich habe dich vorbereitet von Mutterleibe an. Auch das uneheliche Kind hat eine Mutter.
hielt ich ein unheimlicher Trost für mich persönlich. Es bedarf an dieser Stelle überhaupt gar keiner Minderwertigkeitskomplexe, wie wir sie Jahre und Jahrzehnte hatten in Deutschland und in der Welt. Nicht wahr? Weil die Minderwertigkeitskomplexe pflegen ja hier sowieso oft zu hören. Auf jeden Fall, aufgrund dessen, dass ich ein uneheliches Kind war, in Berlin übrigens geboren, das erklärt meine große Schnauze, nicht wahr? Habe ich dann jahrelang im Heim sitzen müssen, erst bei Pflegeeltern, jetzt hier Einzelheiten zu erzählen, das ging also einfach viel zu weit, dazu brauchte ich viel, viel mehr Zeit. Ich kann das alles nur andeuten, ich war ein sehr schwer erziehbarer Junge, sehr schwierig, nicht wahr? Ich habe schon sehr früh meine Hände und Füße in völlig verkehrter Weise gebraucht. Ich erinnere mich noch, dass mein Pflegevater immer abends, wenn er nach Hause kam, mir die Prügel zu verabreichen hatte, die ich den Tag über verdient hatte. Und das war nicht wenig, nicht wahr? Und dann kam er mit seinem Rasierriemen, das gab es damals noch, so ein Lederriemen, nicht wahr, für die Messer zu schärfen. Mit dem Riemen kam er hinter mir her und ich lief dann weg in mein Kinderzimmer, kroch unter das Bett, nicht wahr? Und wenn er dann schlug mit dem Riemen, weil er einen dicken Bauch hatte, konnte er nicht hinterher krabbeln, nicht wahr? Dann trat ich mit dem Fuß zurück und nicht wenig, nicht wahr? Das war so der erste Missbrauch meiner Füße und das ist dann so weitergegangen, furchtbar weitergegangen. Als ich 9 Jahre alt war, sagte meine Mutter zu mir, ich weiß nicht, was sie zu Ihnen gesagt hat, Ihre Mutter. Meine Mutter sagte zu mir, Junge, wenn du so weitermachst, dann endest du im Zuchthaus. Und ich habe gesagt, was will die Alte? Ich gesagt und habe danach gelebt. Eigentlich, wenn man es genau nimmt, habe ich ja gar nicht viel getan. Ich habe Fahrräder geklaut, konnte gar nicht Fahrrad fahren. Nur aus Jux, aus Blödsinn, habe das Fahrrad um die Ecke rum hingestellt, sollte der Eigentümer noch zusehen, wie er das Ding wiederfindet, nicht wahr? Einfach bloß so, um Blödsinn zu machen. Jugendstreiche können sie das alles noch nennen. War mehr oder weniger harmlos, nicht wahr? So geht es Millionen Menschen in Deutschland. Ich habe vor Tausenden und Abertausenden von Jugendlichen in den letzten 6 Jahren meines Dienstes in der ganzen Bundesrepublik, von Ostfriesland bis runter nach Kaufbeuren bei München, die eine Frage gestellt, meine Damen und Herren, wer von Ihnen hat noch nie gestohlen? Und ich habe noch keinen gesehen, der sich gemeldet hat, außer ein Witzbold. Ja, das glaube ich Ihnen ja. Sie sehen auch so aus. Und wohlgemerkt, wenn wir keinen Witz machen wollen, dann wissen wir ja alle, irgendwo nicht. Fängt mit Kleinigkeiten an und die Leute wollen nicht begreifen, dass die Kleinigkeiten schon der Weg sind hin zu dem Größeren, nicht wahr? Das ist ja nicht so ganz uninteressant, diese so makabre Geschichte da im Alten Testament mit der Frucht vom Baum, ist so eine lächerliche Kleinigkeit, nicht? Aber letztlich ist doch damit die ganze, oder hat damit die ganze Misere begonnen, so jedenfalls sagt es uns die Bibel, nicht wahr? Dass mit diesem ersten Eingriff, nicht wahr, in Gottes Willensbereich, mit dem ersten sich hineinholen des Ungehorsams gegen das Gesetz, alle Unordnung kommt und kam, nicht wahr, bis in diese Stunde. Der Ungehorsam hineingeholt und weitergegeben an den anderen. Einer verführt den anderen zum Ungehorsam, nicht wahr? Und wir wollen es nicht wahrhaben, dass wir ohne Gehorsam letztlich nicht leben können. Schauen Sie, das alles jetzt mal auch ins Große hinein formuliert, damit wir hier nicht bei einem Einzelschicksal stehen bleiben und Sie vor allen Dingen merken, wie das auch zusammenhängt. Fest steht für mich so viel. Diese kleinen Dinge, sowohl im Asozialen als im Sozialen, sind letztlich die Dinge, die dazu führen, dass eines Tages was Großes dasteht. Die kleinen Schritte sind es. Step by step, sagen die Amerikaner, Schritt für Schritt, nicht wahr? Und das ist eben, was wir nicht wollen. Wir wollen die großen Sprünge, wir wollen Superlative, wir wollen mit einem Rutsch drin sein im vollen Vergnügen, im vollen Leben und im Erfolg, nicht wahr? Und wollen nicht begreifen, was die doch alle aus Erfahrung wissen, wie viel Mühe und wie viel Fleiß dazugehört, nicht wahr? Um an irgendeiner bestimmten Stelle zu stehen, um was zu sein, um was darzustellen und einen Titel zu haben und Würden zu haben und ein Gehalt zu haben, Ansprüche zu haben und dergleichen mehr. Es bedarf einer unheimlichen Paukerei und Arbeit auf ihrem Gebiet und so ist es schließlich auf allen Gebieten. Es ist nicht möglich, mit einem Sprung, auch bei größtem Talent, mit einem Sprung an das Ziel zu kommen. Und so hier beim Christsein und Nicht-Christsein auch nicht. Tausende und Abertausende von kleinen Griffen und Schritten, nicht wahr, sind es, die uns dann eines Tages zu Ergebnissen führen. Entweder zu vollen Zuchthäusern, nicht wahr, und wir werden umso mehr Zuchthäuser bauen müssen, je weniger wir bereit sind, unter die Zucht Gottes zu kommen. Das ist meine schauerliche und furchtbare Erfahrung, die ich mache von Tag zu Tag mehr. Und man kann tatsächlich nur dankbar sein, wenn es nicht noch schlimmer ist, als es schon ist, nicht wahr. Was noch kommen wird, weiß keiner. Ich habe hier nicht vor, nur schwarz-weiß zu malen, nicht wahr? Und hier Schreckgespenster an die Wand zu malen. Aber es ist schrecklich. Und wenn Sie mit wachen Augen leben und beobachten, was Ihnen jede Bildzeitung für 15 Pfennig schon jeden Morgen flüstert, nicht wahr? Dann sehen Sie, wir befinden uns in einer Entwicklung, die man vergleichen kann mit dem Geschehen eines Schneeballs. Ein Schneeball ist klein, ein Schneeball ist lächerlich. Ein Schneeball ist etwas so Kleines, Lächerliches, dass es nicht wehtut, wenn man ihn an den Kopf bekommt. Aber bewegt er sich abwärts. Abwärts, dann kommt es dazu, dass er eine Lawine wird, die ganze Dörfer begräbt. Und genau auf diesem Wege befinden wir uns. Schauen Sie, ich habe heute Morgen die Geschichte eines jungen Mannes erzählt, die hierher gehört. Kommt eines Tages ein junger Mann zu mir und sagt, Herr Dück, ich habe ein Mopedchen geklaut. Ich sage, was haben Sie geklaut oder was hast du geklaut? Ja, ein Mopedchen geklaut. Ich sage, du meinst ein Moped? Ja.
Am liebsten hätte er gesagt, ich habe ein Mopetscheleinchenchen geklaut. Wissen Sie, diese Leute haben alle so diese Eigenart, das Große klein zu machen und das Kleine groß. Das ist so unsere Art, zu bagatellisieren. Das ist doch nicht so schlimm, riechst du doch nicht auf, nee, war so halb so wild. Und meine Güte, mal einen Automaten knacken, was ist schon dabei? Nee. Sie wollen nicht begreifen, dass es so anfängt. Noch einmal, meine Mutter hat mir gesagt, mit dem 9. Lebensjahr, Junge, wenn du so weitermachst, und ich habe wahrlich nichts Weltbewegendes gemacht, dann kommst du in Zucht aus. Schauen Sie, und Jahre später, und jetzt mache ich also hier einen Sprung, Jahre später war es dann soweit. Was da alles zwischenliegt, das kann ich Ihnen heute Abend hier nicht erzählen. Es ist unmöglich, 38 Lebensjahre in einer Kaffeestunde zu erzählen. Das ist gar nicht drin. Schauen Sie, darum kann es auch gar nicht gehen. Nicht wahr? Nur, dass das angetippt wird einmal an einem Schicksal, auf welchem Wege der Entwicklung wir uns befinden. Wobei, in Klammern gesagt und zurückgenommen gesagt, wer gesagt werden muss auch, dass ich nicht der Meinung bin, dass alle die, die nicht an Gott in Christus glauben, nun 100%ig ins Zuchthaus wandern. Nicht? Dass alle die, die nicht an Jesus glauben wollen, nun 100%ig alles Schweinehunde sind und ich weiß nicht, was sonst noch. Umgekehrt gesagt, positiv gesagt, es ist möglich, ein anständiger Bürger zu sein ohne Jesus Christus. Es ist möglich, ein arbeitsamer, vorbildlicher Mensch, Familienvater, Arbeiter, Techniker zu sein ohne Jesus Christus. Meine Güte, wer bestreitet denn das? Jeder Atheist und jeder Edelkommunist ist der Beweis dafür, dass man keinen Jesus braucht, um ein bisschen Anständigkeit zu haben. Aber ich frage, wo ist denn dieses bisschen Anständigkeit? Wir hätten es gerne. Und die Aufrufe des Abendblatts in Hamburg, nicht wahr, seid nett zueinander. Na, wie viel kommt denn raus dabei? Wie viele Geschichten hätten wir denn zu berichten von diesem Nettsein zueinander, wo doch jeder und wir alle doch schließlich in irgendeiner Weise oft sehr brutal Egoisten zu sein pflegen, die den anderen doch überhaupt nicht im Konzept haben, nicht wahr? Man liebt sich und dann kommt man erst selber und dann kommt eine ganze Weile gar nichts und dann kommt man wieder selber, nicht wahr? Und dann ist der andere vielleicht gerade mal mit drin, nicht wahr? Und das meistens dann auch nur noch für unsere Zwecke und Ziele. Und wer uns nicht dient, wird beiseite gestoßen, mindestens wo wir uns das erlauben können, nicht wahr? Schauen Sie, das ist also jetzt natürlich zugespitzte Formulierung des Zustandes und der Situation. Ich habe zuletzt 6,5 Jahre gesessen, 3,5 Jahre wegen strafverschärften Rückfall, Einbruch, Diebstahl und innerhalb der Anstalt Widerstand gegen die Staatsgewalt, Aufruhr, immer in der Meinung, noch immer in der Meinung, die anderen seien schuld. Ich könnte viele Entschuldigungen für mich anführen. Wirklich, ich will mich nicht schlechter machen, als ich war, aber es war ausreichend genug. Ich kriegte wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt Zuchthaus, 3 Jahre Zuchthaus und 3 Jahre Ehrverlust. Das hieß dann für mich praktisch 6,5 Jahre hintereinander auf ein paar Quadratmeter Raum beschränkt. So, da saß ich nun. Ich habe in dieser Haftanstalt, in dieser Haftzeit, richtiger, habe ich furchtbar viel gelernt. Man kann auch dort noch Gutes und Böses lernen, das ist klar, wie überall. Man kann auch noch im Zuchthaus aus seinem Leben was machen. Es gehen aus dem Zuchthaus nicht zuletzt große Schriftsteller hervor. Nicht wahr? Ich denke jetzt an Henry Jäger, nicht wahr? Einem modernen Dramatiker und Hörspielautor. Und ich war ein Romanschriftsteller. Vielleicht haben Sie einiges gelesen. Bestrafte Zeit ist einer seiner letzten Romane. Nicht wahr? Oder ich denke auch, was Sie vielleicht nicht wissen werden, an Karl May. Nicht wahr? Das ist ein alter Knastologe, nicht? Ja. Nicht? Wenn Sie seine Bücher gelesen haben, sollen Sie das noch wissen, nicht wahr? Aber wohlgemerkt, das schon nebenbei. Natürlich gibt es diesen Fall, dass der ein oder andere die Kurve kriegt aufgrund besonderer Begabungen und Fähigkeiten. Im Großen und Ganzen ist es tatsächlich eine sehr hoffnungslose Lage, vorbestraft zu sein. Es ist in Deutschland schon ein schwieriger Stand, nicht wahr? Und es gibt wenig Chance bei dem Konkurrenzkampf einer gegen alle, nicht wahr? Nur noch einen Platz zu kriegen an der Sonne. Und wer möchte nicht einen Platz an der Sonne? Und wer muss nicht, um ihn zu kriegen, manch einen beiseite drängen? Sei es jetzt im Betrieb, in der Firma, im Büro, nicht wahr? Bis unter Umständen hier in ihre Schule hinein, in ihren Alltag, nicht wahr? Wir wissen das ja alle. In irgendeiner Gestalt begegnet uns das überall, wie einer den anderen malig zu machen und abzuschießen sucht. Mit anderen Mitteln geht's überhaupt gar nicht, nicht wahr? Platz zu kriegen für sich selber. Und wenn jetzt einer solchen Dreck am Stecken hat, vorbestraft zu sein, nun ganz egal mit wie viel Strafen, dann ist er also in Deutschland mindestens, anderen aber auch nicht viel besser, nicht wahr? Ist er erledigt. Hat er gar keine Chance mehr als die Verbrecher zu sein und es weiterhin zu sein. Und zwar jetzt noch konsequenter und noch brutaler und noch rücksichtsloser, denn er will ja auf die Dauer nicht dauernd gefasst werden und wieder eingesperrt werden. Und er wird ja bei jeder Straftat, und sei sie noch so klein, wenn er erwischt wird, mit größten Strafen bedacht, aufgrund seiner Vorstrafen, nicht aufgrund seiner jetzt getanen Taten. Es kann Ihnen passieren, dass Sie eine Mark stehen und dafür 10 Jahre in den Knast müssen, weil Sie 10-mal vorbestraft sind, wo Sie dann mehr geklaut haben als eine Mark. Sie werden nicht bestraft nach der Menge, nach der Quantität dessen, was Sie gestohlen haben, sondern Sie werden hier bestraft, weil Sie gestohlen haben. Das ist sehr biblisch, aber ob es sehr gerecht ist auf dieser Erde, nicht wahr, so zu verfahren, ist noch eine zweite Frage. Die Bibel unterscheidet auch nicht nach der Quantität.
Sie sagt, Diebstahl ist Diebstahl. Wie viel, wie wenig, spielt gar keine Rolle. Dass du gestohlen, dass du die Ehe gebrochen hast, dass du, das ist deine Schuld vor Gott. Ende. Nicht wahr? Nun schauen Sie, ich habe diese 6,5 Jahre gesessen, ich habe in dieser Zeit furchtbar viel gelernt, unter anderem auch Berufe. Ich habe Setzer gelernt, ich habe Drucker gelernt, ich habe Schneider gelernt. So gelernt, dass ich darin arbeiten kann. Ich müsste jetzt ein wenig Anleitung haben, zugegeben, bin lange raus aus dieser Arbeit, um darin wieder arbeiten und Geld damit verdienen zu können. Ich habe in meiner Haftzeit zuletzt, ich bin so ein sogenannter Spätentwickler, Spätintelligenzler, Sie werden das vielleicht wissen, dass es sowas gibt, nicht wahr? Da bricht die Intelligenz bei dem einen erst mit dem 18., bei dem anderen erst mit dem 25. Lebensjahr auf. Bei mir brach das etwas so mit dem 19. Lebensjahr auf, dass ich anfing zu fragen, dass ich anfing interessiert zu werden am Abstrakten, nicht wahr? Am Theoretischen, an Bücher und so weiter. Und ich fing dann an zu lesen. Ich konnte damals nicht mal richtig Deutsch. Ich habe dann autodidaktisch alles nachgeholt. Meine lieben Freunde, ich kann heute aus der Rückschau sagen, diese ganze furchtbare Zeit, diese Zeit der Vernichtung meines moralischen und sonstigen Menschen, nicht wahr, auch meines bürgerlichen Menschen, diese ganz furchtbare Zeit, die ich lieber vergessen wollte, als sie in Erinnerung rufen, sie hat dennoch dazu gedient, dass ich heute Abend hier stehen kann und in einigermaßen gutem Deutsch ihm sagen kann, was ich glaube und was ich meine. Nicht wahr? Ich habe sage und schreibe mit dem 19. Lebensjahr noch nicht einmal mir und mich unterscheiden können. Bei mein und dein war ich sowieso dauernd in Verlegenheit. Nicht wahr? Nur Moment. Ich habe in dieser Zeit dann sehr stark mich beschäftigt mit Philosophie. Ich hatte gar keine, das ist jetzt ganz klar, keine Zurüstung, kein Griechisch, kein Hebräisch, kein Latein. Schopenhauer ist rücksichtslos in der Verwendung von Englisch, Italienisch, Spanisch, nicht wahr? Und er sagt mit Recht, wer was da verstehen soll oder will, der soll die Sprachen lernen, dann ist er auch der Mann, den ich meine. Alle anderen, die das nicht können, sind überhaupt gar nicht gemein, mitzudenken, mitzuphilosophieren, nicht wahr, und so weiter. Es steht so viel, ich habe jahrelang dann mich mit der Philosophie beschäftigt. Ich habe dann nachher chronologisch anhand der Philosophiegeschichte von August Messer, vielleicht kennt der eine oder andere diese Taschenausgabe von Kröners Taschenbüchern, habe ich dann Philosophie studiert, buchstäblich, ein Philosophen nach dem anderen. Nicht wahr? Ich habe mir den alten Plato und Aristoteles und wie sie alle heißen, die griechischen Philosophen, nicht wahr, habe ich mir geholt, habe sie gelesen, studiert, war erschüttert über die Geschichten, nicht wahr, die Plato über den Sokrates zu erzählen hat, nicht wahr, das hat mich umgeworfen. Ich habe wenig in meinem Leben Tränen in den Augen gehabt, aber die Szene, wo der Sokrates den Schillingsbecher trinken muss, nicht wahr, unsichtbar, unschuldig, nicht wahr, die hat mich zu Tränen gerührt. Ich war ein Verbrecher, war ich, ein abgeschriebener, hoffnungsloser Schwerstverbrecher, von dem die eigene Mutter nichts mehr wissen wollte und ich würde sagen, mit Recht, nicht wahr? Von dem die Beamten sagten, und das ist das letzte Wort in meiner Strafakte, kriminelle Energie ungebrochen, er wird bald wiederkommen. Es hat überhaupt gar keinen Zweck, diesen Mann noch zu erziehen. Es hat keinen Zweck mehr, Kräfte, Gelder und so weiter auszugeben, um aus diesem Menschen noch einen zu machen, der ein Bürger wird. Er wird's ja nicht, er will's ja nicht. Hopfen und Malz verloren. Sie werden solche Sätze kennen. Die habe ich fast jeden Tag gehört. Glauben Sie, sowas wirkt? Ich bin dann später bei Schopenhauer hängen geblieben. Ich sage das hier heute Abend mal überbetont, weil ich annehmen darf, dass doch einige da sind, die von dieser Welt des Denkens etwas wissen. Das Schlagwort Pessimismus ist nicht ausreichend, um Schopenhauer zu beschreiben. Darüber sind wir uns hoffentlich einig. Aber eines steht fest. Ich hatte an meinem kleinen Schrank im Zuchthaus Fußbüttel und dann später im Gefängnis Ostepshausen in Bremen, hatte ich, wenn ich die Tür öffnete, jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend, bei jeder Mahlzeit nämlich, wenn ich meine Back da rausholen musste und meinen Löffel, um dieses Essen zu empfangen und runterzuwürgen, hatte ich jeden Tag dreimal mindestens den Spruch aus dem Anwari Soheli vor mir von Schopenhauer zitiert. Ist einer Weltbesitz für dich gewonnen, sei nicht erfreut darüber, es ist nichts. Und ist dir einer Weltbesitz zerronnen, sei nicht im Leid darüber, es ist nichts. Worüber gehen die Schmerzen und die Wonnen, geh an der Welt vorüber, es ist nichts. Jahrelang, jeden Tag, mindestens dreimal diesen Spruch. Ich kann Ihnen sagen, Sie glauben gar nicht, was das für eine Wirkung hat. Es ist ja sagenhaft, wie jedes Wort, ob es von Mao kommt oder von wem immer, nicht wahr? Oder aus der indischen Denkwelt oder wer immer es uns bringt, wie jedes Wort seinen ganz bestimmten Geist, seine ganz bestimmte Ausstrahlung hat. Und ich habe dieses Wort, dieses pessimistische, resignierende Wort, jahrelang auf mich einwirken lassen. Und es hatte furchtbare Wirkung. Am Ende meiner Strafzeit, 6,5 Jahre bis zum letzten Tag abgesessen, Gnaden gesucht, keins gestellt, viel zu stolz. Christ geworden, nein, niemals, niemals. Bibel gelesen, keine Minute. Meine lieben Freunde, wahrlich nicht. Kam ich mir viel zu intelligent vor, um mich mit der Bibel zu beschäftigen. Als ob die Bibel sich nur an die Intelligenz richtete. Welch ein Irrtum. Als ob es der Bibel nur um das Intellektuelle und nicht vielmehr um das Existenzielle ginge. Als ob es der Bibel nur um das Nachdenken statt um die Nachfolge ginge. Als ob die Bibel wie alle Welt heute Vernunft und Verstand vergötzt. Gaben des Gebers statt den Geber zu
anzubeten, nicht wahr, um nicht zu sagen, ihn zu vergötzen, wenn überhaupt jemand. Schauen Sie, als ob es der Bibel darum ginge, dass jemand einen vollen Kopf habe, den hatte ich sehr schnell. Wenn Sie Kant gelesen haben, wenn Sie Schopenhauer sämtliche Werke gelesen haben und Nietzsche und Feuerbach und Stürmer und wie sie alle heißen, und die habe ich gelesen, ich weiß selber nicht, wie ich es geschafft habe, dann haben Sie den Kopf voll, sage ich Ihnen. Dann können Sie diskutieren, dann können Sie quatschen, dann können Sie auf jedes Problem eine Antwort geben. Kommt mir heute noch zugute. Kommt mir heute noch im Unterricht in Oberschulen zugute. Doppelt in solchen Oberschulen, wo es einen philosophischen Zweig gibt, nicht wahr? Und nicht nur naturwissenschaftlich. Kommt mir wunderbar zugute. Ich sage noch einmal, diese damalige Zeit war, ohne dass ich es auch nur ahnte, eine Zurüstung, eine Vorbereitungszeit für den Dienst, den ich heute tun darf, nämlich Predigtdienst. Predigt, das eine Wort zu predigen, das nicht nur den Kopf füllen möchte, sondern das ganze Leben. Das nicht nur den Kopf in Bewegung bringen möchte, sondern die Füße, und zwar nicht in die Richtung Knast und Gefangenschaft und Leid und Elend, sondern in die Richtung Barmherzigkeit und Güte, und das nicht in irgendeinen Himmel hinaus gesungen seit umschlungen Millionen diesen Kuss der ganzen Welt, während man den Nachbar auf den Zeh tritt, dass er sich dreimal überschlägt, nicht wahr, sondern eben gerade den Nächsten im Auge behalten, darum wird es gehen. Ich bin wahrlich kein Verkünder der Mitmenschlichkeit, aber ich glaube, dass auch die Mitmenschlichkeitstheologie heute auf das Konto derer geht, die zu viel von Liebe gesprochen haben, statt sie zu praktizieren. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, junge Freunde, ich habe dann nach dieser Haftzeit kurz vor meiner Entlassung Selbstmordversuch gemacht. Ich habe einen Tag erlebt im Gefängnis dann schon. Zuchthausstrafe musste zuerst abgesessen werden. Das ist so ein Rechtssatz, nicht wahr? Die schwerere Strafe geht vor der leichteren. Und ich habe dann einen Tag erlebt, wo dann plötzlich meine ganze Vergangenheit vor mir stand. Wissen Sie, es ist ja was ganz Schreckliches, wenn die Vergangenheit die Zukunft bestimmt. Es ist ja so furchtbar, wenn ein Mensch nichts mehr zu erwarten hat, außer das, was er längst schon alles kennt. Raus aus dem Knast, um wieder reinzukommen. Raus aus dem Knast, um wieder reinzukommen. Und das Jahr aus, Jahr ein. Bei mir konnten Sie es vorausberechnen. Alle halbe Jahre spätestens war ich wieder drin. Das war einfach so. Und Zehntausenden geht's mit mir so, und sie sind noch schneller drin. Nicht wahr? Immer wieder. Und sie gehen raus mit dem besten Willen und dem größten Vorsatz. Ich komme nie wieder, Herr Wachmeister. Dürfen sich drauf verlassen. Mein Wort drauf, und was man alles verspricht. Und man meint es wirklich ernst. Bis auf ein paar Ausnahmen natürlich, die schon im Knast wieder das neue Ding ausbaldobern, nicht wahr? Und die eigentlich hätten gar nicht rausgehen brauchen, hätten gleich da bleiben können, nicht? Ist klar. Aber wohlbemerkte, das ist einfach das Problem. So ging es mir. Es ist ein Schicksal, ich sage es noch einmal, das Sie vielleicht im Moment überhaupt gar nicht betrifft, es sei denn nur in der Verantwortung, die Sie unter Umständen für einen Nächsten zu übernehmen haben. Das ist meine Meinung. Schauen Sie, ich habe dann mir eine Rasierklinge besorgt und habe mir meine Adern durchgeschnitten, linken Arm und rechten Arm. Ich wollte nicht mehr leben. Ich bin heute selber so weit, dass ich sage, nicht einmal das war eine ganze Tat. Denn bitte lassen Sie es sich sagen, wenn einer sich umbringen will, es gibt keine Macht der Erde, die ihn abhalten kann. Wenn einer zu mir kommt, das hört sich jetzt schrecklich an, was ich sage, aber dahinter steht eine jahrelange praktische Erfahrung meiner selbst und in meiner seelsorgerlichen Arbeit. Wenn heute einer zu mir kommt und sagt, Herr Düb, wenn Sie mir nicht helfen, nehme ich einen Strick und hänge mich auf, dann sage ich, wie dick muss es sein, damit es hält. Wissen Sie, warum ich das sage? Es hört sich furchtbar zynisch an. Weil ich weiß, ich kann niemanden abhalten, sich selber das Leben zu zerstören. Nicht einmal Gott kann einen Menschen abhalten, sein Leben kaputt zu machen. Es gibt einen russischen Spion, den die Amerikaner fassten vor einigen Jahren. 7-mal hat dieser Mann Selbstmordversuch gemacht, oder 6-mal Selbstmordversuch. Er wurde bewacht, Tag und Nacht. Man hat ihm sogar die Schnürsenkel und die Unterhosen abgenommen, weil man mit alledem sich noch umbringen kann. Man hat ihm nichts mehr gelassen, womit er sich hätte umbringen können. Keine Glasscherbe, nicht wahr? Kein Messer, keine Gabel, kein Löffel, nichts mehr, nicht wahr? Tag und Nacht angestrahlt, immer unter Beobachtung, nicht wahr? Beim 7. Mal Selbstmordversuch geklappt. Wissen Sie, man kann einfach einen Menschen nicht vor sich selber schützen. Als ich meinen Selbstmordversuch hinter mir hatte, kam ein Beamter und ein Arzt, das Blut, das in die Zelle hineinfloss, verriet mich, nicht wahr? Und der Beamte hat Alarm geschlagen, mitternachts, nicht wahr? Dann kam der Arzt, Dr. Heinemann, der lebt inzwischen nicht mehr, hat mir eine Herzspritze gegeben, das weiß ich natürlich nur vom Hörensagen. Ich kam wieder zu Bewusstsein, ich wurde entkleidet, mir wurden meine Arme auf den Rücken gefesselt, und so nackend und gefesselt bin ich in die Zelle, in den Keller gebracht worden. Das ist für mich heute ein Bild dafür, dass der Mensch vor sich selber geschützt werden muss. Wir haben gar keinen größeren Feind als uns ohne Gott. Der Mensch in des Menschen Hand, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Es ist Professor Einstein schließlich, der sagt, wir haben nicht die Atombombe zu fürchten, sondern den Menschen ohne Gott. Nicht wahr? Was haben wir heute alles, meine Herren angehenden Techniker, was haben wir heute alles an Wissenschaft und Technik in der Hand? Was sind wir befähigte Leute? Wie können wir die ganze Welt manipulieren? Nicht wahr? Wie können wir bald den Menschen in seinen Genen schon, in seinen Erbfaktoren verändern, sodass wir ein Menschenbild nach unserer Fasson machen zu können, imstande sein werden? Wird nicht mehr lange dauern.
bin ich von überzeugt, dass wir auch das noch schaffen. Aber welch eine Riesengefahr der Mensch in des Menschen Hand. Ich zweifle nicht daran, dass der Mensch viel in der Hand hat, aber meine Frage ist nicht, was der Mensch in der Hand hat, sondern wer hat ihn in der Hand? Wer ist sein Gott? Wer ist sein Herr? Wer ist der, der ihn regiert, der ihn lenkt? Wer zum Beispiel? Hass oder Liebe? Wer zum Beispiel ein Rassismus und Nationalismus, nicht wahr, und Nationalsozialismus? Wer zum Beispiel? Ein Hitler vielleicht, der bestimmt, was dem Volke nützt? Meine lieben Freunde, wenn das so sein wird, dass ein Mensch die letzte Instanz ist und darüber es keinen mehr gibt, dem er gehorcht, sind wir radikal verloren. Nicht wahr? Wir werden uns wirklich nicht wundern müssen, so hat es mal ein Theologe gesagt, dass wenn wir nicht in Gottes Hand sind und sein wollen, wir in des Menschen Händen umkommen werden, in unseren eigenen Händen. Der Selbstmord ist eine der gängigsten Probleme und Krankheiten. Er steht an der 7. Stelle der Todesursachen in der Welt. Jeden Tag nehmen sich 1000 Menschen das Leben. Jeden Tag. Nicht wahr? Und es ist nicht zuletzt Camus, der davon weiß, dass das Hauptproblem ist, heute ist der Selbstmord. Das ist unser Hauptproblem im 20. Jahrhundert. Im Jahrhundert, das sich rühmen darf, angesichts der Vergangenheit, das Jahrhundert der größten Techniken und Wissenschaften zu sein, das je gegeben hat. Nicht wahr? Und wird noch weitergehen, das wollen wir nicht bestreiten. Und trotzdem und gerade in diesem so hochzivilisierten 20. Jahrhundert, dass die Zivilisation bis in den Urwald hineintreibt, nicht wahr? Bis zu den Naturvölkern und so weiter, nicht wahr? Gerade in diesem Jahrhundert ist der Mensch, der Hand an sich selber legt und der mit sich selber und seiner Wissenschaft und Technik nichts anderes mehr anzufangen weiß, außer sich selber zu vernichten. Als Einzelner, als Familie, als Volk und unter Umständen als Menschheit. Wir warten darauf und wir haben Angst, mehr oder weniger zugegebenermaßen Angst vor dieser Stunde, wo irgendwelche Vollidioten auf die Knöpfe drücken und das Ganze, was wir aufgebaut haben mit viel Fleiß und Arbeit und technischem Geist, geht alles in die Luft und von der Luft können wir nicht leben. Das ist meine Meinung und das ist meine These und das ist mein Glaube. Nun weiß ich, dass es hier nur noch eine Chance gibt zu predigen, das Evangelium, weil ich glaube, dass Gott derjenige ist, der, wenn er uns in die Hand kriegt, mit uns das Beste vorhat. Er hat nicht vor, uns das Leben zu zerstören. Schauen Sie, ich bin entlassen worden, muss das hier kürzen, habe keine Heimat gehabt, keine Bleibe. Verdank es der Heilsarmee, die bei uns im Zuchthaus war, vor der wir unheimliche Hochachtung hatten, vor dieser Truppe von ein paar Menschen, die sich nicht scheuten, sich lächerlich zu machen, mit ihrem Glauben von dem Jesus und mit ihren Liedern und so weiter in unsere Zuchthäuser kamen und uns da was von Jesus erzählten. Wissen Sie, was das Dollste an diesen Leuten war? Dass die zu uns Zuchthäusern kamen, von denen alle, die mit uns zu tun hatten, meinten, das Hopfen und Malz verloren. Die kamen zu uns und erzählten uns von ihrem Glauben, in dem Glauben, wir könnten glauben, was sie glauben. Verstehen Sie diesen blöden Satz? Die kamen, ich wiederhole, die kamen mit ihrem Glauben zu uns in dem Glauben, wir könnten glauben, was sie glauben. Und das war eben genau das, was bis jetzt keiner glaubte. Kein Beamter hat mehr geglaubt, dass im Wolfgang Tüks Leben noch eine Rettung drin ist. Meine eigene Mutter hat es nicht geglaubt und ich habe es selber nicht geglaubt. Und lieben jungen Freunde, das ist das Furchtbarste, was es geben kann. Wenn ein Mensch nichts mehr glauben kann, wenn er nicht mehr an sich selber glauben kann, was bleibt ihm denn jetzt über, wenn der Mensch in die letzte und größte Instanz ist in seinem Leben? Was bleibt denn über, außer ein Strick? In irgendeiner Form der Selbstmord. Und sei es in der Form, dass er sich jetzt tot ruht oder tot arbeitet, nicht wahr, ins Vergnügen stürzt und sich irgendwie loszuwerden versucht. Bitte, was bleibt ihm denn über, wenn er einen Gott nicht kennt und von Vergebung nichts weiß, nicht wahr? Was bleibt ihm über? Sagen Sie doch selbst. Schauen Sie, lieben Freunde, das ist das Faktum. Ich verdanke es dieser Heilsarmee, als ich entlassen wurde am 10. Februar 1958. Und damit komme ich zu einem Wendepunkt in meinem persönlichen Leben. Als ich am 10. Februar 1958 entlassen wurde, es war ein Sonntag. Ein Sonntag, es kann ja nichts Schlimmeres passieren, als an einem Sonntag entlassen werden, nicht? Keine Arbeit, keine Bleibe, nicht? Keine Behörde ist geöffnet, nicht? Und so weiter. Sie stehen auf der Straße mit nichts. Im letzten Moment passierte Folgendes, der Pastor Dönitz, auch verstorben inzwischen, Verwandter von dem berühmten Admiral Dönitz übrigens, der hat an diesem Sonntag ausgerechnet im Zuchthaus Fußbüttel predigt und in einer Zweigabteilung war die Entlassungsstation. Da saß ich auf einer Zelle und wartete auf die Entlassung, musste jeden Moment kommen. Stattdessen kam ein Pastor, der Pastor, bei dem ich ja jahrelang auch in der Anstalt war. Der sah meinen Namen an der Tür, erinnerte sich an meinen Fall. Ich hatte Widerstand gegen die Staatsgewalt, das war ein besonders schwieriges Delikt in der Anstalt. Es gibt nichts Schlimmeres als das, nicht wahr? Er kam zu mir in die Zelle und sagte, ah, wie geht's, wie steht's? Oh, geht ja nicht. Und Sie kennen ja diese Phrasen, die man macht, nicht? Wie geht's, oh, dann geht's ja nicht, oh, ja, es geht. Diese elende Phraserei, wo man den anderen gar nicht meint, sondern nur Formalien herunterrasselt, nicht wahr? Nun ja. Und er fragte mich dann, wo ich denn hinging und was dann aus mir würde. Ich sagte, weiß ich nicht. Ja, na ja, Gottes Segen, sagte er auch. Habe ich nicht vergessen. Und ich habe auch nicht vergessen, was ich gedacht habe damals. Ich habe gedacht, dein Gottes Segen kannst deinen Hut stecken, nicht wahr? Was soll ich mit deinem Gottes Segen, nicht? Müssen Sie entschuldigen, aber so war das einfach. Der Mann ging. Ein paar Minuten später kam ein zweiter.
Und heute weiß ich, dass dieser Mann Gottes Segen ein bisschen ernster gemeint hatte, als ich es verstand. Nicht wahr? Er hatte sich Gedanken gemacht, wie kann ich dem Kerl da helfen? Diesen verhärteten und verbockten und verstockten Burschen, nicht wahr? Diesen Mann, der alle hasst, nur sich selber nicht, nicht wahr? Wie kann ich ihm helfen? Da schickte mir einen Diakon, Diakon Ratschuweit, nicht wahr? Typmäßig so eine deutsche Eiche, nicht aus Ostpreußen, so ein Typ, nicht? Das war sehr wichtig in diesem Fall. Er kommt in meine Zelle und sagt, Sie werden entlassen. Ich sage, ja, wohin, weiß ich nicht. Er sagt, wie wär's denn mit dem Soziallager? Soziallager Kieler Straße, das ist in Hamburg die verrufenste Ecke, wissen Sie? Da kommen so die Letzten der Letzten, kommen da hin, nicht? Als ich Soziallager hörte, bin ich an die Decke, nicht? Wie eine Rakete, nicht? Aber meine Eiche stand, nicht? Eine andere hätte gesagt, tschüss, nicht? Wenn Sie nicht wollen, dann sehen Sie mal zu, wie Sie klarkommen. Aber der stand, der war nicht nervös, der war gar nicht aus der Ruhe zu bringen. Und dann stellte er eine zweite Frage. Sagte er zu mir, wären Sie bereit, in ein Heizarmeeheim einzuziehen? Und ich spürte es buchstäblich, nicht wahr? Wie dieser Mann jetzt fürchtete, ich ging wieder an die Decke, nicht? Was habe ich mit der Heizarmee zu tun, nicht wahr? Nicht? Aber ich bin nicht an die Decke gegangen. Sondern jetzt nach Jahren zahlte sich die Sympathie, die mir diese Leute abgewonnen hatten, im Knast nämlich, in der Zuchthauszeit, diese Sympathie zahlte sich aus. Ich sage, Heizarmee, ich gehe hin, wenn Sie mir garantieren, dass ich dann Einzelzimmer kriege, nicht wahr? Ich gehe hin, wohin Sie wollen, nicht wahr? Aber Soziallager niemals, nicht? Hatte ich doch wahrlich genug hinter mich gebracht, Soziallager, nicht? Schauen Sie, dieser Mann hat mir ein Empfehlungsschreiben für die Heizarmee ausgeschrieben. Bin am Sonntag entlassen worden, bin ins Heizarmeeheim Hamburg-Harburg eingezogen und am Montag war ich schon Mitarbeiter der Heizarmee. Am Montag war ich schon Toilettenreiniger, Kartoffelschäler, Wohnerwesenschwinger und solche Scherze, habe ich auch im Knast gelernt, nicht wahr? Nicht wahr? Und habe für 60 Mark im Monat dort gearbeitet. Also wenn mir das mal einer vorausgesagt hätte, ich würde Toilettenreiniger bei der Heizarmee, dann hätte ich also auch gesagt, das kann nie sein. Und wenn mir einer dazu vorausgesagt hätte, mein lieber Freund, jetzt in diesem Moment, in dieser Stunde, dieser deiner Entscheidung, für 60 Mark im Monat bei der Heizarmee wirklich die letzte Arbeit zu tun, trotzdem du philosophische Werke gelesen und dir wunderbar was eingebildet hast, was zu haben und zu sein und zu wissen, nicht wahr? Jetzt, wo du bereit bist, wirklich den untersten Platz einzunehmen, der dir dem Zuchthaus damit Ehrverlust gebührt, jetzt in diesem Moment beginnt dein Weg. Er beginnt dahingehend, dass du einen Tag erleben wirst, wo du Prediger in Zuchthäusern und Gefängnissen sein wirst. Wo du dich hinstellen wirst vor Technikern, vor zukünftigen Ingenieuren und wirst nur eines wollen, dass sie doch ihren Taufschein endlich befreien möchten vom Schein. Dass er ein Sein werde, auf das wir alle warten. Und jetzt noch Techniker dazu, das ist schon bald nicht mehr auszuhalten. Wir brauchen Christen, die was sind und die was können und die nicht nur ein christliches Blabla und nicht nur ein christliches Papier, einen Schein in irgendeiner Form in der Tasche haben oder den anderen vorspiegeln. Schauen Sie, liebe jungen Freunde, lassen Sie mich das an einem anderen Beispiel klar machen. Vor Jahren habe ich einmal in Frankfurt am Main auf der Hauptwache gepredigt. Und unter meinen Zuhörern stand plötzlich ein alter Knastologe, mit dem habe ich jahrelang Zelle an Zelle in Fußbüttel gesessen. Jahrelang in der Setzerei gearbeitet, jahrelang philosophische Probleme gewälzt. Er war Lehrer vom Beruf, hatte alle Hand im Kopf, nicht wahr? Und im Knast hat man ja furchtbar viel Zeit, nicht wahr? Nicht? Ja. Schauen Sie. Und dieser Mann stand unter meinen Zuhörern. Er hatte Sicherungsverwahrung, war wegen Asthmakrankheit entlassen worden. Man fürchtet, dass jemand im Knast stirbt, nicht? Wenn sie kurz vorm Sterben sind, werden sie entlassen, nicht? Ist klar. Aber der hatte nur noch ein paar Jahre zu leben. Vor kurzem ist er dann auch gestorben in Frankfurt. Schauen Sie, dieser Mann stand unter meinen Zuhörern. Nachher kam er zu mir und sagte, du Wolfgang, ich habe es ja nicht fassen können. Ich sehe dich da auf der Straße predigen. Von Jesus höre ich dich reden. Ich habe mich gekniffen links und gekniffen rechts, ob ich jetzt wach bin oder träume. Wolfgang Dück, sprich, der mit mir im Knast gesessen hat, jahrelang im Zuchthaus, Schwerstverbrecher, abgestempelt als hoffnungsloser Fall, ein Mann, der mehr Schwierigkeiten den anderen bereitet hat als irgendeiner, der redet jetzt von Jesus und Liebe und Barmherzigkeit. Er sagt, ich habe gedacht im Stillen, also entweder hat er einen Stich gekriegt oder ein neues Geschäft entdeckt, eins von beiden. Ich war nicht. Schauen Sie, es ist doch verständlich, was dieser Mann sagte. Was soll er denn anders auch glauben können und annehmen müssen? Durch diese Heizarmee, meine lieben jungen Freunde, bin ich ein Jahr später, nachdem ich angefangen hatte, sie zu imitieren, nachzumachen an den Stellen, wo man sie nachmachen kann, wo man das Christsein nachmachen kann, habe ich es nachgemacht, das ist kein Problem. Nur Christus können sie nicht nachmachen. Wir brauchen nicht Nachgemachte, wirklich nicht. Wir brauchen Christen, und das heißt solche Leute, die an diesem Jesus Christus hängen, die voll sind mit Jesus Christus und nicht mit Gedanken über ihn und Gefühlen über ihn und dergleichen mehr. Wir brauchen nicht irgendetwas von diesem Jesus Christus, sondern ihn persönlich und ihn ganz und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist unsere Rettung und das haben wir überhaupt noch nicht probiert, ob das hinhaut oder nicht, sodass also gar keiner sagen kann, das haut nicht hin. Und überall da, wo bis jetzt wirklich Menschen Christen waren, und ich will jetzt hier keine großen Namen nennen, nicht wahr? Haben wir nicht vor, wollen überhaupt gar keine Namen nennen. Wo wirklich Menschen Christen waren, da wurden sie von allen geehrt und geachtet. Vielleicht, dass ich doch einen Namen nennen darf. Ich denke jetzt an Paul Schneider, den Prediger von Buchenwald.
Es ist Mitteldeutschland gewesen, der Osten, der sozialistisch-kommunistisch-marxistische und materialistische Osten, der das Buch des Predigers von Buchenwald als erster gedruckt hat. Nicht der Westen, der christliche Westen. Nein, nein. Ich habe Kommunisten kennengelernt persönlich, die eine große Hochachtung hatten vor diesem Paul Schneider. Zum Teil deswegen, weil sie ihn erlebt haben im KZ. Was der Mann erlitten hat und durchgehalten hat für seinen Glauben. Und das haben sie ernst genommen, das haben sie akzeptiert, das haben sie geachtet. Weil sie Menschen achten, die hinter ihrer Lehre stehen mit ihrem Leben und nicht nur Blabla machen. Das hat Professor Thielig in Hamburg wohl nicht unrecht, wenn er sagt, Thema Glaube ist doch gar nicht mehr dran. Das Reden über Glaube ist doch nun wirklich, ist doch wirklich einfach überholt. Wir haben so viel geredet über Glaube, geschrieben über Glaube. Heute ist nur eines noch dran und ich glaube, er hat recht. Heute ist die Glaubwürdigkeit dran. Es ist die Glaubwürdigkeit gefragt, ob das, was wir im Schaufenster haben, auch im Laden zu finden ist. Ob das, was wir auf der Zunge haben, auch in unserem Leben sich wiederfindet. Das ist die Frage, die die Leute an die Kirche stellen. Und ich verstehe Kirche in dem Sinne, dass ich jetzt hier in diesem Moment auch Kirche repräsentiere. Wenn ich auch nicht von der Kirche angestellt und bezahlt bin, ich verstehe mich als Kirche hier in diesem Moment, nicht wahr? Ich bin getauft und konfirmiert, ich zähle zur Religionsstatistik unter die Christen, nicht wahr? Und ich möchte ein bisschen abbauen von den falschen Vorstellungen, die man zu haben pflegt. Schauen Sie, und nun müsste ich Ihnen erzählen, nicht wahr, was alles dann passierte, nachdem ich dann gläubig geworden war. Was heißt das hier? 1959 im Frühjahr in Stuttgart im Zieglerhaus, vielleicht kennt es jemanden in Stuttgart, das Zieglerhaus, bin ich zum Glauben gekommen in der großen Heilsarmee-Versammlung. Und zum Glauben kommen, meine Damen und Herren, das hieß damals und das heißt es eigentlich immer. Und das heißt es jetzt nicht nur in meinem Leben. Wissen Sie, die Vorgeschichte, da muss ich sagen, die ist unverbindlich. Meine Geschichte ist nicht Ihre Geschichte und umgekehrt. Aber was jetzt kommt, das ist wirklich, wenn Sie Christen sein wollen, verbindlich. Denn das Christsein geschieht letztlich im allerletzten, im Wesentlichen immer so, dass man anfängt zu horchen und zu gehorchen. Horchen und Gehorchen gehören zusammen wie die zwei Flächen ein und derselben Hand. Wo das eine ist, ist das andere auch. Wenn nicht, dann stimmt das Ganze nicht mehr. Wo die eine Fläche nicht ist, da ist die Hand nicht. Und wo die eine ist, da ist die andere auch. Wo Horchen ist, da ist Gehorchen umgekehrt, sodass Sie ablesen können von Ihrem Gehorsam, ob Sie einer sind, der auf Gottes Wort hört. Das ist meine feste Überzeugung. Schauen Sie, an diesem Abend in Stuttgart 1959 passierte das mit einem Hui, was jahrelang nicht geklappt hat. Ich habe viele Predigten gehört in meinem Leben, Konfirmandenunterricht und so weiter. Ich habe Stefan Stift beim Pastor Wolf, vielleicht kennt jemand die Anstalt in Hannover, habe ich meinen Konfirmandenunterricht genossen. Ein Mann, der hat einen berühmten Namen, er lebt ja noch in Hannover, nicht wahr? Ein Mann, der auch eine Eigenart hatte, mit jungen Menschen zu sprechen. Aber geholfen hat mir das alles nichts. Im Knast habe ich manche Predigten gehört, gewiss doch. Ich habe manche theologische Probleme auch in den philosophischen Werken gefunden. Ich habe auch den begrifflichen, philosophischen Gott entdeckt dort, aber mehr auch nicht. An diesem Abend entdeckte ich das ganz Neue. Das zum Christsein Horchen und Gehorchen gehört. Lehre und Leben, beides. Das entdeckte ich nicht abstrakt, sondern praktisch. Wissen Sie, die Folge dieser meiner Entscheidung, dieser meiner Bekehrung, oder wie Sie es jetzt nennen wollen, ist doch völlig unwichtig. Die Folge davon war, dass ich am nächsten Tag, 24 Stunden später, nachdem ich zur Arbeit gegangen war und wieder zurückgekommen war, hingehen musste und einem Bestohlenen freiwillig das Eigentum, das ich ihn geklaut hatte, wieder zurückzubringen hatte. Das war mein erster Schritt in dieser Richtung. Noch nie in damals 29 Lebensjahren habe ich freiwillig gestohlene Güter zurückgegeben. Noch nie. Das war also ein Wunder für mich. Das war ein unbegreifliches Wunder in meinem Leben, dass ich bereit wurde, ohne Kripo, ohne Staatsanwaltschaft. Nicht wahr? Das, was für Sie vielleicht selbstverständlich ist, weiß ich nicht, aber für mich war es nicht selbstverständlich. Geklaute Sachen, wobei ich nicht erwischt worden war, auf die Gefahr hin, jetzt womöglich noch angezeigt zu werden, weil Anzeige sowieso schon lief, nebenbei gesagt. Nicht wahr? Jetzt zurückzugeben, hinzugehen, einzugestehen, Osram schaltet ein, so eine Birne, nicht wahr, und zuzugeben, ich habe geklaut, hier an dieser Stelle, und hier ist Ihr Eigentum, und hier ist der Dieb, und nun machen Sie damit, was Sie wollen. Man hat mich laufen lassen damals. Ich kann euch diese Geschichte auch nicht ins Einzelne hinein erzählen. Ich weiß nur so viel, das war der Durchbruch zu einem neuen Leben. Als ich zum ersten Mal unfreiwillig, ungezwungen, von keinem Pastor, von keiner Heilsarmee, von keiner Predigt, 24 Stunden lang dazwischen, von keiner Suggestion und Emotion, nicht wahr, gezwungen. Das war bei mir sowieso nicht möglich. Dazu war ich viel zu hart erzogen. Mit Emotionen war bei mir nicht viel zu machen. Nicht wahr, mit irgendwelchen Tränchen drücken und so weiter, war gar nichts zu machen. Nicht wahr, aber ich war plötzlich überführt. Ich war plötzlich überführt von Gott, dem Richter, durch sein Gesetz. Ich war überführt wie ein Angeklagter und ich habe in meinem Leben so oft als Angeklagter da gesessen. Nicht wahr? Und man hat es so schwer gehabt, mich zu überführen. Und oft musste man mich mangels Beweisen freisprechen, trotzdem ich es ja besser wusste. Nicht wahr? Aber hier wusste ich mich plötzlich angeklagt. Und hier wusste ich mich plötzlich gemessen. Und hier wusste ich mich plötzlich so durchschaut, dass es für mich nur noch eines gab. Kapitulation. Von diesem Tag an, meine Damen und Herren, gab es für mich ein neues Leben. Von diesem Tag an bin ich ein freier Mann, nicht nur, nicht wahr, nicht nur in Bewegungsfreiheit, sondern von diesem Tag an bin ich in dem Sinne frei, dass ich mich gebunden habe an diesen Jesus. So gut ich es kann, bis in diese Stunde hinein.
von diesem Tage an und einige Monate später war ich schon Prediger in Hamburg. Wer von Ihnen aus Hamburg ist, wird es vielleicht schon mal miterlebt haben. 1959 bis 61 habe ich jeden Sonntag die Nacht dort am Hamburger Hauptbahnhof gepredigt, auf der Seite des Zopfbahnhofs, nicht wahr, des Reichshotels, nicht wahr, und auf der Seite habe ich gestanden. Ohne Lautsprecher, ohne Wagen, ohne Mikrofone, ohne alles, nur mit meiner natürlichen Stimme, mit weiter gar nichts, ohne Bibelkenntnis, ohne Theologie, ich habe kein Studium, keine Ausbildung, gar nichts, ich habe nur meinen Glauben und das heißt nur mein horchendes Gehorchen, so viel, wie Sie eigentlich alle haben müssten, wenn Ihr Christsein echt sein soll. Wenn das, was in Ihren Papieren steht, wie in meinen seit 38 Jahren, wenn das was bedeuten soll, außer ein Blabla oder nur ein Anhängsel, nicht wahr, nur so eine Randverzierung unseres Lebens statt die Mitte. Meine lieben Freunde, ich wage es von dort her, wirklich, ich wage es zu sagen, es sollen doch lieber die Leute austreten aus der Kirche, die keine Christen sein wollen, die nicht Kirche, jetzt im wahrsten Sinne dieses Wortes, die nicht dem Kyrios Jesus Christus als dem Herrn unterstehen wollen, die ihm nicht gehorchen wollen, wie Tausende und Millionen heute bereit sind, dem Mao zu gehorchen. Der Mao-Bibel folgen sie blindlings, ohne zu prüfen, nicht wahr? Sie fressen das buchstäblich. Steht übrigens in der Bibel, dass wir das Wort essen sollen. Jetzt fragt sich nur noch, welches? Das ist meine Frage, das ist Gottes Frage, Entscheidungsfrage. Welchen Willen wollen wir tun? Wem wollen wir gehorchen, Menschen oder Gott? Dass Menschen sich vergötzen lassen, brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Sie sind alle erwachsen genug. Schauen Sie, ich bin dann Christ geworden, das ist klar, an diesem Abend, Monate später Prediger und Jahre später, 1962, genau genommen 61 schon im Herbst, bin ich dann Evangelist geworden für gefährdete und kriminelle Juden. Ich habe 4 Jahre bei Juden für Christus international mit Sitz in Frankfurt für Deutschland gearbeitet, angefangen meine Arbeit in Berlin in Gefängnissen. Ich war übrigens unter demselben Direktor, dem jetzt gerade 4 oder 6 sind, das aus dem Zuchthaus Tegel entlaufen sind, nicht wahr? Der Dr. Glaubrecht war der erste Gefängnisleiter damals noch in Moabit, der es mir gestattete, eine Predigt zu halten. Trotzdem der Pfarrer dieser Anstalt das nicht wollte, weil er meinte, ich hätte keine Qualifikationen, keine wissenschaftlichen Qualifikationen dazu. Und er hatte vollkommen recht. Wissenschaftlich, ich habe kein Hebräisch, kein Lateinisch, kein Griechisch, nicht wahr? Wie gesagt, ich konnte ja nicht mal richtig Deutsch, nicht wahr? Nicht? Aber glauben Sie, dass es darauf ankommt? Ich kenne Leute, die sprechen 5 Sprachen, haben trotzdem nichts zu sagen. Darauf kommt es nicht an. Ich will doch lieber einen, der stottert, aber die Wahrheit stottert und mit seinem Leben dahinter steht, ohne zu stottern an der Stelle. Das ist entscheidend. Aber wir reden galant, nicht wahr? Und wir reden geschliffen und unser Leben stottert hinterher, nicht wahr? Und nicht einmal mehr das. Schauen Sie, das ist das Problem. Ich bin inzwischen verheiratet, habe Frau, 2 Kinder, meine Wohnung. Ich habe furchtbar viele Freunde. Ich habe meine Mutter wieder. Als Mutter, als Mensch, nicht wahr? Und so weiter. Ich habe einen Auftrag, habe einen Sinn in meinem Leben. Ich weiß plötzlich, wozu ich da bin. Ich weiß plötzlich, wozu ich begabt worden bin mit einer Redegabe. Nicht um Unsinn zu schwatzen. Ich weiß plötzlich, wozu ich Hände habe, nicht anderen Leuten was wegzunehmen. Ich weiß plötzlich, wozu ich Füße habe, nicht dauernd in den Knast zu marschieren, um dort festzusitzen, sondern wenn in den Knast, dann um die Freiheit zu verkündigen. Und zwar eine Freiheit, die auch Gebundenheit heißt. Eine Freiheit ohne Gebundenheit gibt's auf dieser Erde nicht. Die Frage ist wieder nur, woran gebunden? Woran gebunden? An Gott oder an mich? Den Menschen. Vernunft, Technik, Wissenschaft. Alles große, gewaltige Dinge, aber ich habe Angst vor ihnen, vor den Technikern und Wissenschaftlern ohne Gott. Ich habe Angst vor ihnen, nicht vor der Wissenschaft. Die Wissenschaft als solche gibt es für mich gar nicht. Nur die Wissenschaftler gibt es, die damit umzugehen wissen. Nur die Techniker gibt es. Die Technik gibt es für mich nicht, die habe ich nicht zu fürchten. Ich fürchte Techniker, die über sich keine Instanz mehr haben. Ich fürchte Menschen, die über sich keine Instanz mehr haben. Ich fürchte mich selber, vor mir selber. Und sie haben sich alle zu fürchten vor mir, wie vor sich selber, ohne Gott. Einen Menschen, der die letzte Instanz ist. Sage Ihnen, nichts ist mehr zu fürchten als dieser Mensch, denn er ist, wenn ich es biblisch sagen darf, er ist der Haupteinstieg für das, was die Bibel Satan und Teufel nennt, Diabolos, Durcheinanderbringer, Mörder, Lügner, Zerstörer. Er, dieser Mensch ohne Gott, ist der Einstieg, das Vakuum. Die Natur duldet kein Vakuum, das wissen Sie als Techniker ja auch, nicht wahr? Und ein Mensch ohne etwas gibt's nicht, entweder oder, er ist besessen vom Zerstörerischen oder vom Aufbauenden, vom Geiste Christi, der Liebe und Güte und Barmherzigkeit oder vom Hass. Und damit möchte ich hier wahrlich keine Propaganda gemacht haben gegen den Osten. Für mich sind Kommunisten auch Menschen, die Gott liebt. Für mich ist jeder Atheist, egal welcher Schattierung, auch ein von Gott geliebter Mensch. Für mich ist jeder letzte Penner und Krimineller. Und für mich ist auch jeder hochgebildete und gut erzogene junge Mensch einer, für den Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, für den er sich hat festnageln lassen mit Händen und Füßen an den Willen Gottes. Wie wir eben nicht sein wollen. Fest mit Händen und Füßen. Technikerhände. Unter Umständen ihre Hände. Frage ich, wo sind die fest? Wo? Noch einmal sage ich es ganz bewusst, mit dem vollen Bewusstsein, dass mein Leben unverbindlich ist. Ich bin nur eins von Millionen und Abermillionen,
nicht wahr? Bin nur ein Modellfall, wenn Sie wollen, man kann vieles daran ablesen. Auch die Möglichkeit, dass der Satz, den Drafi Deutscher über sein Leben hat schreiben müssen in der Bildzeitung, nun bin ich fertig, einfach nicht stimmt. Seit es Jesus Christus gibt, ist niemand mehr so fertig mit sich selber, dass er sich aufgeben müsste, dass er sich verdammen müsste, dass er sich das Leben nehmen und wegschmeißen müsste. Niemand mehr. Es gibt die Möglichkeit eines Neuanfangs. Es gibt die Möglichkeit, ein verfuschtes Leben neu zu beginnen, als wäre nie was gewesen. Gibt es? Können Sie sich doch verlassen. Ich stehe zum Zeugen dafür hier, dass diese alte Botschaft der Bibel seit 2000 Jahren auch heute noch gilt. Dafür bin ich Ihnen Zeuge und ich nicht nur alleine. Vielen Dank. Gute Nacht. Auf Wiedersehen.